Herzlich willkommen für alle, die heute Zeit haben zu unserer BIMUG Live-Session. Ich freue mich ganz herzlich, dass der Dr. Paul Siewert für uns Zeit hat und zugesagt hat, hier eine Präsentation über seine Videobeobachtungsmethode zu halten. Also ganz herzlich willkommen und ganz vielen Dank, dass Sie dabei sind heute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Paul Siefert, wie Sie vielleicht hier sehen. Ich bin seit 2014 am Institut für Bienenkunde der Polytechnischen Gesellschaft in Oberursel, das ist in der Nähe von Frankfurt. Ich weiß nicht ganz, woher Sie alle so kommen, aber dort habe ich dann angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben über Brutpflegeverhalten innerhalb des Honigbienenvolks und speziell dazu, wie sich die Neonicotinoide auf dieses Wie kann Brutpflegeverhalten ich? auswirken. Da ja, habe ich einige Forschungen zu gemacht und um das eben zu erforschen, war erstmal wichtig, wie können wir überhaupt in den Stock hineinfilmen, wie können wir über einen längeren Zeitraum auch das Ganze beobachten, ohne die Bienen eben zu stören. Und dafür musste eben eine Videobeobachtungsmethode erstmal ausgesucht werden und wenn es die eben noch nicht gibt, dann eben eine neue entwickelt werden. Und zweiteres war jetzt der Fall. Und das stelle ich Ihnen jetzt vor. Also als ich dann dort angefangen habe, 2014, das war in dem Fall hier sogar 2013, in einem kleinen Praktikum, habe ich mir gedacht, naja, dann nehme ich einfach vorhandene Materialien, die es schon gibt, sowas wie zum Beispiel so ein Schaukasten. Kennen Sie vielleicht, bei uns sind es so zwei Zanderwaben und die sitzen übereinander und es gibt eine Glasscheibe. Und dann dachte ich mir, baue ich hier einfach eine nicht undurchlässige Box rundherum, die dann so eine passive Beleuchtung da drin hat und so eine Kamera, die dann eben auf den Brutbereich filmt, durch das Glasfenster hindurch. Und ein PC nimmt diese Kamera eben auf und dann wird geschaut, was die Bienen da so machen. Vor allen Dingen dachte ich mir, ich markiere ein paar Arbeiterinnen und schaue mir an, wie die Interaktion dort ist, wie häufig gehen sie in die Zellen und so weiter. Verändert das irgendetwas am Brutpflegeverhalten? Das sah dann insgesamt so aus. Mein erster Prototyp war dann hier also so eine große Box, die dann also aus Holz, in die ich hier so eine Art Dombeleuchtung reingebaut habe. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist so eine Ringbeleuchtung, die dann in so einen Dom hineinleuchtet. Das ist eine Kamera, die da durchgucken kann. Und die Sache ist, dabei habe ich dann festgestellt, dass dieses Draufsehen auf die Zellen gar nicht mal so gut ist für das, was ich vorhabe. Weil, wie man sich vorstellen kann, sobald diese Biene hier unten zum Beispiel in der Zelle ist, ja, da sieht man nur noch das Abdomen da pumpen oder irgendwie sich drehen. Und am Ende weiß man gar nicht, was die Biene jetzt überhaupt da drin gemacht hat. Füttert die jetzt die Larve oder räumt sie sie vielleicht doch aus oder putzt sie die Zelle und so weiter. Und wie Sie sehen, ist es auch ganz schwer, in die Zellen hier hinein zu schauen. Wir haben hohe Reflexionen auf den Flügeln. Also da gab es einiges, was man verbessern musste. Und das habe ich gemacht, indem ich mir meinen eigenen Schaukasten gebaut habe. Und der bestand dann in dem Fall nur aus zwei kleinen Mini-Plus-Rähmchen. Die sind also ungefähr halb so groß wie so eine Zanderwabe. Und das war also der obere Teil. Das war hier so der Honigraum. Und dann gab es hier den unteren Teil und da waren Glasstreifen drin, wie Sie sehen. Und dazwischen war hier so ein Königinnen-Sperrgitter, sodass wir natürlich hier unten den Bereich als Brutbereich festlegen konnten. Und dieser Brutbereich hatte die besondere Eigenschaft, dass ich ausgebaute Waben genommen habe und die in Streifen geschnitten habe und diese dann um 90 Grad gedreht habe und sie also sozusagen gegen diese Glasscheibe gesetzt habe. Und dadurch können Sie sich vorstellen, können wir sehr gut in die Zellen hier hineinsehen. Das ist jetzt ein bisschen ja, verschwommen, was man hier so sieht. Das waren so erste Tests. Die Glasscheibe sollte natürlich so sauber wie möglich bleiben und hier nicht irgendwelche Wachsstreifen sozusagen noch dabei entstehen. Wenn man den Bienen diese Vorlagen gibt, dann nehmen sie das normalerweise dankbar an und bauen diese Waben erstmal an die Glasscheiben an. Das muss relativ schnell gehen und wie sie das machen, das schauen wir dann uns später auch nochmal genauer an. Wichtig ist, nach ein paar Tagen in den richtigen Konditionen entwickeln sich dort dann eben die einzelnen Larven, und Puppen in den Zellen. Und wir können natürlich genau beobachten, was jetzt hier passiert in dieser Zelle. Heizt diese Biene nur oder füttert sie vielleicht doch gerade die Larve? Und wenn ja, wie alt ist die Larve genau und so weiter? Das heißt, wie genau sah die Apparatur in der Hinsicht aus? Wir haben es gerade schon gesehen. Da gab es eine Kamera, die durch eine Dombeleuchtung geschaut hat. Das ist also sozusagen so eine Art Halbkugel hier.
wo dann das Licht von allen Seiten gleichmäßig auf diesen Brutbereich hier geworfen wird. Das ist so ähnlich wie bei den Fotografen, die einen weißen Schirm aufstellen. Und dadurch vermeiden sie Reflexionen und vor allen Dingen auch einen Schattenwurf, weil das Licht von allen Seiten kommt. Und diese Beleuchtung stand eben genau vor diesem Brutbereich hier unten des Beobachtungsstocks. Und so sieht es dann innerhalb eines langen Gangs aus, wo ich diese Versuche dann gemacht habe. Und dieser Brutbereich bzw. der ganze Schaukasten war dann gefüllt mit etwa 300 Gramm Bienen. Das entspricht so etwa 3000 Bienen. Das ist also ja, nicht ganz so groß, wie wir normale Vollvölker kennen. Die standen dann in einem dunklen und beheizten Raum und konnten draußen frei fliegend dann also Pollen und Nektar sammeln. Obendrauf stand auch noch so ein Fütterer für die erste Zeit, damit sie da erstmal ein paar Vorräte hatten. Und diese Rotbeleuchtung, die wir hier hinten sehen, die war natürlich in einem Bereich, die die Bienen nicht gesehen haben. Das heißt, es waren 660 Nanometer, da die Bienen ja so ein verschobenes Sehspektrum haben. Sie können also eher UV-Licht sehen und weniger Rotlicht, haben wir da eben dunkelrotes Licht genommen zu diesen Dauerbeobachtungen. Und wie gesagt, der ganze Raum bzw. der umgebende Raum wurde dann eben auf die Bruttemperatur von etwa 34 Grad hochgeheizt, damit dieser Temperaturverlust durch das Glas nicht zu gravierend war und damit die Bienen eben diese äußeren Randzellen also auch für die Aufzucht von Brut verwendet haben. Innerhalb dieser Experimente ursprünglich, wie gesagt, die Auswirkungen der Neonicotinoide auf das Brutpflegeverhalten zu untersuchen, kamen dann relativ viele Aufnahmen bei heraus. Irgendwann habe ich das Ganze so abgegradet, dass das so eine Verbesserung gemacht, dass wir genauer und viel detailgetreuer in die Zellen hineinschauen können mit Makroaufnahmen, die dann tatsächlich einzig und allein dafür da waren, um eben diese verschiedenen Verhaltensweisen innerhalb des Volkes aufzuzeichnen. Und so konnten wir jetzt in den letzten Jahren, sagen wir mal seit 2016 ungefähr an, konnten wir also eine ganze Reihe von Verhaltensweisen aufzeichnen. Und als ich die so gezeigt habe in den Vorträgen, stellte sich heraus, dass die wenigsten Menschen so etwas schon gesehen haben, auch nicht Imker oder auch Wissenschaftler nicht. Und deswegen haben wir das Ganze eben publiziert, wie Sie hier oben sehen. Das ist hier also diese Publikation. Das sollten Sie sich, wenn Sie das nochmal sehen wollen, merken, wie es hier heißt. Das wird immer wieder auftauchen, aber auch in den nächsten Folien, damit Sie sich das Ganze nochmal anschauen können. Das Ganze ist ein Open Access Journal. Das heißt also, Sie können das ohne jegliche Zugriffsbeschränkungen können Sie sich anschauen. Das ist also, wie gesagt, hier dieser Artikel im Journal Plus One. Merken Sie sich, wie gesagt, den Titel, wenn Sie wollen, und können das Ganze googeln. Dann finden Sie in den Supplementary Information, also relativ weit unten im Dokument, finden Sie dann die jeweiligen Videos nochmal. Wir fangen an, wie sieht es aus innerhalb des Honigbienenvolks mit dem Nestbau? Und da schauen wir uns hier dieses Video an. In dem Fall sind es immer die englischen Titel. International wird es natürlich erstmal alles freigegeben so. Und da sehen wir jetzt in dem Fall, wie hier eine Arbeiterin mit diesem Bein hier eine Wachsschuppe zwischen ihren Segmenten hier hervorzaubert, könnte man fast sagen. Das geht relativ schnell. Und dann nimmt sie diese Wachsschuppe eben zwischen die Mandibeln und trägt sie dorthin, wo sie es gerne haben will. Die Tiere sitzen für gewöhnlich da, wo sie eigentlich auch hinwollen, also keine langen Arbeitswege jetzt. Und dass dann irgendwie was getragen werden muss, sondern sie sitzen relativ nah da, wo sie dann auch die Wachsschuppe verbauen wollen. Da sehen wir hier, wie eben ganz geschickt mit den Mandibeln dann diese Wachsschuppe hier angedrückt wird. Und in dem Fall ist es hier eine angeschnittene Königinzelle, das ist also ein kleines Weiselnäpfchen, was ich hier mit einer Flex durchtrennt habe und hier das alles in Wachs eingelegt habe. Ja, wenn Sie hier oben eine Zahl sehen, eine Sekunde pro Sekunde, heißt, wie schnell wird das Video gerade abgespielt? Ist das hier ein Zeitraffer oder jetzt gerade genau die Originalgeschwindigkeit? Und hier oben sehen Sie dann, wann das Video aufgenommen wurde. Es steht zwar keine Jahreszahl dabei, aber insgesamt war das hier der 6. Mai, in dem das Ganze aufgezeichnet wurde.
Dann gucken wir uns an, wie die Bienen das noch machen können. Denn was wir gerade gesehen haben, ist letztendlich nur eine Fähigkeit von Bienen, die in genau der richtigen Physiologie sind. Das heißt also, sie haben gerade ausgebildete Wachsdrüsen, die sie da dann verwenden können, um dieses Wachs eben auszuschwitzen. Aber wenn es schnell gehen muss, dann kann es natürlich auch sein, dass man einfach vorhandene Wachsteile nimmt. Und das sehen wir uns jetzt an in diesem Video. Das macht diese Arbeiterin hier. Das ist, wie gesagt, alles hier Wachs gewesen, das helle. Und die benutzen also auch hier wieder ihre Mandibeln, um jetzt Wachsstreifen zu kreieren, indem sie da immer so ein bisschen nach vorne gehen und das dann sozusagen aneinander drücken, was sie da machen. Wenn wir gleich sehen, dass sich hier so ein weißer Streifen unterhalb des Thorax bildet, da ist schon hier. Und der wird zum Teil richtig lang, also kann hier über die gesamte Länge des Thorax sich fortführen. Und das können natürlich auch alle anderen Arbeiterinnen machen. Das heißt also, Bienen, die schon viel zu alt sind, beispielsweise das Volk wurde gerade erst befüllt und die Sammlerinnen helfen jetzt erstmal mit beim Bauen oder so. Also die Arbeitsteilung ist dadurch natürlich enorm erhöht, also die Möglichkeiten, was die einzelnen Bienen machen können. Und deswegen verwenden sie für gewöhnlich dann eben erstmal vorhandenes Wachs, wenn es schnell gehen muss. Jetzt versucht sie hier gerade reinzukommen, hat es zweimal nicht geschafft, weil andere drinne waren. Wusste aber genau, wo sie hin will. Wie Sie sehen, sehr zielstrebig hier hingegangen. Alles andere ist hier ja schon gut angebaut und sehr zielstrebig an diesen Bereich gegangen und drückt jetzt dieses Wachs eben immer wieder gegen diese Ecken. Wir sehen auch hier ist noch ein richtiges Loch. Da kam der Fühler noch richtig durch. Damit ertastet sie auch immer wieder, wo sind jetzt hier noch diese Ecken und wo muss ich noch was zubauen. Also das ist, wie gesagt, die zweite Variante, wie die Bienen dann ihr Wachs verwenden können. Natürlich muss das Wachs auch entsprechend weich sein. Das heißt, auch da ist natürlich wichtig, dass eine gewisse Temperatur innerhalb des Volks herrscht, damit die das eben gut verarbeiten können. Hier unten sehen wir schon wieder eine mit einem Wachsplättchen, die hier auch nochmal wieder was aufnimmt und das hier zusammenknäult, auch zum Teil. Manchmal fliegen diese Dinge aber auch überall in der Glasscheibe rum, da hat es irgendjemand verloren. Das hat sie jetzt vielleicht sogar nicht vergessen, womöglich. Ja, so ganz so, die sehen ja nichts. Also was wir jetzt hier gerade sehen, ist ja alles mit dem Tastsinn. Die Bienen, was wir hier beobachten können, ist für die ja stockdunkel. Das heißt, was sie hier leisten können, ohne diesen Sehsinn, auf den wir ja doch sehr angewiesen sind für gewöhnlich, ist dann doch sehr erstaunlich. Dann gucken wir uns an, wie die Brutpflege vonstatten geht. Eine der wichtigen Sachen, die wir gerade schon besprochen haben, ist natürlich die Thermoregulation. Das heißt also, das ist etwa 34,5 Grad. Dann gibt es so plus minus 1, 2 Grad normalerweise, die dann so ein Bereich sein kann, wo die Bienen eben versuchen, den zu halten, damit die Brut sich richtig entwickelt. Und in dem Fall gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt erstmal aktive Thermoregulation. Das sieht man dann auch. In diesem Video nicht ganz. Hier können wir nur feststellen, dass sie auf jeden Fall erstmal in die Zelle reingeht und sozusagen wie so eine Art Clustering macht. Also das heißt, sie packen sich zusammen. Wäre sowas Ähnliches wie eine Wintertraube oder naja, wenn wir Menschen uns irgendwie im Bett aneinander kuscheln, weil es zu kalt wird oder so. Sie verdichten sozusagen den verfügbaren Raum und in dem Fall geht diese Biene hier auch rein. Kann auch sein, dass sie sich nur ausruht oder schläft. Wichtig ist, die Antennen fangen an, sich so gut wie gar nicht mehr dann zu bewegen. Die sind auch sehr nah an dem Kopf. Und wir sehen hier durch diese abdominalen Pumpbewegungen, dass die Biene also atmet. Ja, das sehen wir hier immer wieder. Jetzt haben wir einen kleinen Zeitraffer. Und jetzt gucken Sie mal sich an, hier ist das Ei und die Biene geht immer tiefer in die Zelle hinein. Um so tief wie möglich in der Zelle zu sein, um eben diese meines Erachtens Thermoregulation eben besonders effektiv ausführen zu können. Und dabei berühren sie immer mal wieder auch die Eier und drücken sie auch nach unten. Und das ist der Grund, warum sich Eier innerhalb der Zelle legen. Das heißt also, gelegte Eier sind nicht irgendwie, das passiert nicht von alleine, das sehen wir später auch nochmal genauer. Sondern das ist, weil die Bienen so tief wie möglich versuchen, in die Zelle hier für zum Beispiel Thermoregulation
hineinzugehen. Wenn das richtig aktive Thermoregulation gewesen wäre jetzt, dann hätten wir dieses Abdomen sehr viel häufiger pumpen sehen. Dann wäre also richtig geheizt worden. Und das machen die Bienen ja, indem sie ihre Flugmuskulatur entkoppeln und gehen dann sozusagen mit einem sehr aufgeheizten Thorax in die Zellen hinein. Und das ist dann so, dass sie wie Muskelzittern machen. Also wie wenn uns kalt ist, dann zittern wir ja normalerweise auch und dadurch generieren wir dann eben Wärme, genauso wie die Bienen eben auch. Und was noch nicht gezeigt wurde jetzt eben, war, dass diese Bienen auch in Zellen gehen, also solche heizenden Bienen, wo eben auch Brut drin ist. Und das war zum Teil auch mit Larven zu sehen, mit Eiern nicht nur, sondern eben auch Larven. Und das ist also etwas, was wir jetzt in dieser Studie auch erstmals zeigen konnten. Dann gucken wir uns noch an, was im Gegenteil passieren muss. Das heißt also, was ist, wenn es gekühlt werden soll? Das ist hier also das Kühlverhalten. In dem Fall benutzen Bienen vorzugsweise Wasser, um die Zellen, also um hier eine gewisse Luftfeuchtigkeit zu entstehen zu lassen. Und dieses Wasser oder die Luftfeuchte nimmt dann die Wärme auf. Sie wissen, im Meer kühlen wir zum Beispiel sehr viel schneller aus als an der Luft. Und das liegt daran, dass Wasser eben Wärme sehr viel besser aufnehmen kann als die Luft. Das heißt also, mit einer hohen Luftfeuchtigkeit können sie die Temperatur besser aufnehmen und dann wird das eben aus dem Volk gefächelt. Diese Luftfeuchte, das sehen Sie dann am Eingang natürlich, wenn Sie da ja, so fächelnde Bienen haben. In dem Fall ist es ein sehr dynamischer Prozess. Das heißt also, hier wird immer mal wieder dieser Wassertropfen vergrößert. Der befindet sich normalerweise immer oben. Das heißt also, hier in so halbkreisartigen Bewegung wird hier dieser Wassertropfen in dem Fall vergrößert. Das macht sie hier sogar richtig viel, sodass sie, also man denkt, sie wäre hier der halbe Kopf fehlt, aber Sie sehen, dass der Tropfen einfach unglaublich groß geworden ist. Und das Interessante dabei ist, dass das, wie gesagt, sehr dynamisch ist. Das heißt, wir haben jetzt diesen 13:10 und 7 Sekunden aktuell. Und jetzt wird hier direkt wieder was aufgenommen, also 3 Sekunden später sozusagen, ja, wird hier wieder ein bisschen was weggenommen. Und so geht das dann weiter und fort. Das heißt also, hier wird ständig Wasser eingelagert und wieder hinausgetragen oder abgenommen. Das ist also das Kühlverhalten innerhalb des Stocks. Übrigens, wenn es schnell gehen muss, dann nehmen die Bienen auch mal Nektar. Also eingelagerten Honig mit einem hohen Wassergehalt zumindestens. Nehmen Sie dann, also noch nicht ganz gereifter Honig, dann will ich damit sagen, den würden Sie auch zum Teil nehmen, wenn es jetzt ganz schnell gehen müsste, wenn die Sonne auf einmal rausknallt oder sowas oder Sie zum Beispiel in Versuchsumständen, also unter eine Rotlichtlampe gestellt werden würden. Dann gucken wir uns an, in der Brutpflege muss ja die Zelle immer mal wieder begutachtet werden und in dem Fall sind es dann also kurze und lange Inspektionen, die wir uns hier jetzt anschauen. Inspektionen sieht man immer daran, dass die Bienen sehr viel ihre Antennen hier bewegen. Das nenne ich so Inspektion, weil das natürlich eine Art ist, mit den Antennen, mit den Fühlern eine Wahrnehmung zu generieren. Die haben ja die meisten Sinnesorgane, darunter Chemorezeptoren, aber auch welche für die Temperatur oder andere Möglichkeiten hier. Also die meisten Sinnesorgane sind also an den Antennen. Und dort ist jetzt diese Arbeiterin beispielsweise, die sich hier dieses Ei ganz besonders anschaut und schaut, ob es eben in guter Kondition ist. Wir haben so gut wie nie beobachtet, dass Eier ausgeräumt werden. Die werden für gewöhnlich gelassen, bis sie dann dort schlüpfen und dann gegebenenfalls ausgeräumt. Hier sehen wir eine ganz kurze Inspektion. Da kann also zum Teil nur mal kurz so ein Fühler rein. So eine Antenne, auch hier wird mal kurz reingeschaut und wieder weg. Ja, überprüfen nochmal, ist da alles gut? Ja, scheinbar schon. Und dann geht die Biene also wieder raus. Die können also sehr lang sein, sie können aber auch sehr kurz sein, diese Inspektionen. Und passieren also enorm viele von diesen Zellbesuchen innerhalb des Stocks. Und schauen wir uns an, wenn die Larve dann geschlüpft ist, wie sieht so eine Fütterung überhaupt aus? Da schauen wir hier unten, das ist gerade eine frisch geschlüpfte Larve. Auch hier wird wieder eine Inspektion erstmal durchgeführt.
Und bei so frisch geschlüpften Larven ist das Problem, also das größte Problem, dass man erstmal herausfinden muss, wo genau befindet sich jetzt die Larve. Ist ja wie gesagt stockdunkel. Das wird dann also alles ertastet mit den Fühlern hier. Wird dann geschaut, hier riecht es irgendwie nach Larve, aber wo genau befindet sie sich jetzt? Und dass eine Fütterung dann danach folgt, das sieht man daran, dass die Mandibeln hier dann anfangen so zu klappern. Hier sehen wir also diese leichten Klapperbewegungen. Sie ist sich aber noch nicht ganz so sicher, deswegen dauert diese Inspektion relativ lang. Diese erste Fütterung dauert verhältnismäßig lang, im Gegensatz jetzt zu Fütterungen von 5 Tage alten Larven. Die sind verhältnismäßig kurz. Die dauern dann so 80 bis 90 Sekunden und solche Fütterungen können auch mal 120 Sekunden im Schnitt dauern, aber bis zu 300 Sekunden auch, also bis zu 5 Minuten, weil die Biene zum Teil nicht ganz finden kann, wo eben sich die Larve befindet. Wir sehen jetzt, es dauert hier wirklich eine ganze Zeit, bis sie sich da ganz sicher ist, dass die Larve hier richtig drin ist. Das ist alles kein Zeitraffer, den wir hier sehen. Wir sehen jetzt erstmal diese Klapperbewegung der Mandibeln. Sobald es eben losgeht, dann werden die Mandibeln hier gespreizt und dann geht hier diese Sekretion des Futtersafts los. Das wird ja in der Futtersaftdrüse, hauptsächlich der Mandibulardrüse und der Hypopharynxdrüse, wird das Ganze gebildet. Dieser proteinreiche Futtersaft, der wird hier dann wiederum gebildet dadurch. Und jetzt sehen Sie, dass die Fütterung selbst nur sehr, sehr kurz war, ja, weil die Larve natürlich nicht sehr viel braucht, diese gerade frisch geschlüpfte Larve, und dafür dauert eben die Inspektion verhältnismäßig lange. Der proteinreiche Futtersaft wird, wie gesagt, in der Hypopharynxdrüse produziert, und die Proteine daraus nehmen die Bienen dann wiederum aus den Proteinen aus dem Pollen. Hier wurde noch eine Frage gestellt, ob eine Routine dieser Inspektion beobachtet wurde. Ich spiel deswegen das derweil einfach noch mal kurz ab, damit Sie was zu sehen haben. Wir haben diese Inspektion nicht quantitativ so ausgewertet. Wir können sagen, wie häufig eine Zelle besucht wurde. Die Zahl habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf. Das ist auch in dieser Publikation, wird es auch beschrieben. Kann ich gleich noch mal herausfinden. Und es ist tatsächlich eher so, dass es auch nicht so, dass es um 6:27 Uhr dann besonders häufig in allen Zellen ist oder irgendwie um 17 Uhr dann jetzt alle noch mal kontrolliert werden, sondern jede Armenbiene schaut überall immer mal wieder rein. Wenn man jetzt genau die einzelnen Armenbienen verfolgen wollen würde, dann müsste man auch ein anderes System nehmen, denn dieses System ist sehr gut, um in einzelne Zellen hineinzuschauen. Einzelne Armenbienen zu verfolgen. Sie sehen jetzt, in dem Fall könnte man hier ein Opalitplättchen auf dem Rücken vielleicht mal sehen, wenn die sich so drehen. Aber es ist nicht immer zu sehen, wenn sie zum Beispiel so hier drinnen steckt. Dann wissen wir gar nicht, welche Biene das jetzt wäre, würden wir die also jetzt mit einer Nummer kennzeichnen. So können wir jetzt also keine einzelnen Bienen über einen langen Zeitraum kontinuierlich beobachten. Das würde auch möglich sein, aber besser ist es, hier einzelne Zellen zu beobachten. Und wir konnten also bislang jetzt nicht zeigen, dass es bestimmte Zeiten gäbe oder bestimmte Abstände, in denen diese Zellen inspiziert werden. Das hängt natürlich ein bisschen auch damit zusammen, wie viele Bienen in dem Volk jetzt gerade sind und wie viele sich in der Brutpflege befinden. Ja, dann schauen wir uns an, wenn die Larven älter sind, eine sogenannte Mund-zu-Mund-Fütterung ist ein sehr besonderes Ereignis in dem Fall, weil das es sehr selten gibt. Die Larven werden also so gut wie kaum direkt in den Mund gefüttert, sondern sie schwimmen ja sozusagen in dem Futtersaft. Wir haben jetzt also hier eine relativ alte Larve, die ist so 3,5 Tage alt. Die ist wahrscheinlich gerade aufgewacht hier, jetzt sozusagen als vermenschlicht gesprochen. Wer weiß, ob die Tiere da schlafen oder nicht. Wir haben 4:16 Uhr auf jeden Fall. Für uns wäre das eher eine ungünstige Zeit für eine Fütterung. Naja, gut, für die ganz jungen Babys vielleicht auch nicht. Die haben auch da nochmal Hunger. Hier sehen wir wieder, dass die Inspektion hier vorangeschritten ist und dass hier jetzt durch diese Klapperbewegung der Mandibeln also eindeutig eine Fütterung jetzt stattfindet. Und in dem Fall findet diese Fütterung sehr nah hier an dieser Glasscheibe statt, die wir hier haben. Und hier ist der Kopf der Larve. Ja, und auch die Larve hat natürlich gewisse Rezeptoren, hat gewisse Sinneswahrnehmungen. In dem Fall müssen wir natürlich unbedingt wissen, wo ist jetzt das nächste Futter.
Und die Larve merkt, dass jetzt hier in der Nähe Futter abgegeben wird. Und wie wir jetzt hier sehen, bewegt sie sich dann also hier mit ihrem Kopf einmal zur Ammenbiene rüber. Und so kommt es zu einem ganz kurzen Moment dieser Mund-zu-Mund-Fütterung. Und jetzt fängt sie an zu saugen. Und sie scheint offenbar sehr hungrig zu sein, denn sie saugt jetzt mit einem Mal hier diesen ganzen verbliebenen Rest auf. In dem Fall guckt sie dann später auch nochmal, ob es noch mehr gibt. Und sie muss nicht lange warten. Das wird dann später auch nochmal hier gefüttert. Und dann macht sie sich natürlich sofort auf zum nächsten Futter. Das heißt, das ist der Grund, warum sich dann die Larven innerhalb der Zellen drehen, weil sie eigentlich ständig zum neuen Futter möchten. Dann schauen wir uns an, wie die Verdeckelung jetzt aussieht. Das heißt, zu dem Brutpflegeverhalten gehört natürlich, dass irgendwann die Zelle hier verdeckelt werden muss, damit sich die Larve dann hier einspinnen kann in ihren Kokon. Und dann sich dann eben auch verpuppen kann. In dem Fall ist es hier also eine Larve, die ist etwa 5,5 Tage alt. Und hier sehen wir dann also eine Arbeiterin. Es sind meistens 1, 2 Arbeiter so ungefähr daran beschäftigt, hier diesen Deckel zu konstruieren. Und wir sehen, dass hier häufig dann also die Füße, auch die Vordertarsi hier reingehen von den, also Vorderbeinen. Wir sehen hier also hier, wie es immer wieder dazu kommt, dass die Vorderbeine hier reingehen. Wir wissen nicht genau, woran das liegt. Das ist die eine Möglichkeit, ist, dass sie dadurch den Deckel tatsächlich nach oben ziehen und dadurch also diese Kuppel formen können. Wenn sie es also andrücken, dann müssen sie es ja auch irgendwie wieder hochziehen sozusagen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist auch, wie dick ist der Deckel? Das kann man damit auch messen. Das wurde auch schon in Publikationen so beschrieben. Und die andere Sache ist, dass sie mit ihren Fühlern auch immer mal wieder hier hineingehen. Also hier sehen wir wieder, wie der Vorderfuß hier reingeht. Übrigens auch noch eine Möglichkeit zur Orientierung. Also sie wollen gerade irgendwo anders noch ein bisschen Wachs holen, dann halten sie sich da schnell fest oder so und wissen dann genau, wo sie gerade aufgehört haben, weil wie gesagt, es ist ja dunkel da drin. Auch die Fühler gehen, wie gesagt, ein paar Mal hier herein und da wird immer mal wieder auch geprüft, wie es der Larve geht, noch selbst während der Verdeckelung können hier also auch schon gewisse Botenstoffe ausgeschüttet werden, die luftlöslich sind, die dann also signalisieren, dass die Larve also nicht mehr überlebt zum Beispiel. Und dafür werden dann auch immer mal wieder die Antennen in solche Löcher gesteckt, auch wenn die Zellen schon verdeckelt sind. Das nennt sich Recapping, also Wiederverdeckelung. Und das kann zum Teil sehr schnell passieren, nachdem die Zelle verdeckelt wurde, wird direkt wieder ein kleines Loch gemacht, um zu überprüfen, was da drin so vor sich geht. Um genauere Aufnahmen vom Recapping allerdings zu erhalten, ich zeige Ihnen jetzt heute alles, was wir publiziert haben. Ich habe einen ganzen weiteren Schatz an solchen Aufnahmen, die ich allerdings nur in meinen Vorträgen halte, die dann für gewöhnlich vor Ort sind. Das hier ist jetzt erstmal nur für die Lehrzwecke und weitere Vorträge. Da müssen Sie vielleicht abwarten, bis ich bei Ihnen in der Nähe bin. Dann gucken wir uns das Hygieneverhalten an. Innerhalb des Honigbienenstocks und in dem Fall gucken wir uns den Kannibalismus zunächst einmal an. Kannibalismus haben wir sehr häufig gesehen in solchen Randzellen ganz am Anfang, wenn die Tiere gerade geschlüpft sind, hier diese Larve gerade geschlüpft ist, dann haben die Arbeiterinnen zum Teil womöglich entschieden, dass diese Randzellen jetzt doch nicht ganz so gut sind. Wir wollen erstmal die inneren Zellen bebrüten, weil die sind ja irgendwie ein bisschen praktischer, da haben wir keinen Temperaturverlust oder so. Außerdem sind sie irgendwie runder. Diese Randzellen werden also nicht so gerne genommen. Und deswegen gab es hier dieses Ausräumverhalten in der Anfangszeit relativ häufig. Wir sehen, dass hier immer mal wieder die Zunge ausgestreckt wird, um hier was aufzunehmen, die Flüssigkeit. Aber ganz eindeutig ist hier so gut wie keine Flüssigkeit drin, sondern eben diese Larve, die wir hier sehen. Und zack, jetzt wird sie also geschnappt und dann eben mit einem Mal aufgegessen. Bei dieser Larve ist das relativ schnell geschehen. Wir haben allerdings auch Larven oder auch Puppen, die ausgeräumt werden, wenn die Cuticula jetzt also noch nicht ausgehärtet ist.
Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine Puppe, die hier ausgeräumt wird. In dem Fall wird sie hier nicht direkt aufgefressen, sondern sie wird erstmal versucht rausgezogen. Das macht die Zelle schneller frei und wir können schneller die Zelle verwenden und dann wird sie irgendwo anders weiter aufgefressen, weil die sind nicht mehr so schleimig und können irgendwo rumliegen. Das ist in dem Fall kein Problem. Aber wenn die Cuticula schon ausgehärtet ist, also so bei sehr dunklen Puppen, dann ist natürlich unmöglich. Diese Tiere können nicht mehr aufgefressen werden. Aber für gewöhnlich dauert es dann mehrere Stunden, bis eben diese ganzen Tiere aufgefressen werden. Wir haben in dem Fall zum Sinn dahinter ist natürlich die Wiederverwertung der Proteine. Das heißt, das ist also eine ganz in der Hinsicht hervorragende Methode, um die Proteine, die man schon da reingesteckt hat, also wieder zu verwerten. Und dadurch wird dann wieder neuer Futtersaft gebildet und damit werden wieder die neuen, die anderen Larven eben großgezogen. Und in dem Fall sehen wir jetzt also, wie hier diese Puppe herausgezogen wird aus der Zelle. Das ist das sogenannte Ausräumen. Dann haben wir weiteres Hygieneverhalten, in dem Fall die Varroa, die wir auch ein paar Mal gesehen haben in unseren Aufnahmen. Wir sehen jetzt gerade eine Biene, die gerade im Begriff ist zu schlüpfen. Die hat sich hier schon ein bisschen freigefressen. Also hier schon wird auch ein bisschen geholfen von dieser Biene hier. Und da sehen wir, wie diese Varroa-Milbe, die sich hier noch nicht gut entwickelt hat, sich einfach fallen lässt, sobald hier, wie Sie sehen, keine ansteigen, bewegt sich auch nicht mehr groß, lässt sich fallen, sobald also diese Biene hier heraus schlüpft aus der Wabe. Und wir sehen, dass hier zwei Varroa-Milben damit aus der Wabe herausschlüpfen. Wir haben jetzt zwei Stück gesehen. Jetzt kommt die erste Arbeiterin etwa 5 Minuten später in die Zelle, macht hier auch eine kurze Inspektion, kommt nicht so ganz rein. Hier war irgendwie die Zelle ein bisschen eng auf jeden Fall. Und während sie jetzt hier mit ihren Fühlern zum Teil diese untere Varroa-Milbe hier mehrfach berührt, tak, 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 kümmert sie sich eigentlich überhaupt nicht darum, dass irgendwas hier drinnen liegt. Gibt keine Bedrohung offenbar, sondern ist nur dabei, hier diesen Kotfleck der Varroen wegzumachen. Und sie verlässt die Zelle dann wieder um 12:30 Uhr, etwa 8 Minuten später hier, naja, doch 12 Minuten später oder sowas, kommt hier die nächste Biene hinein. Und diese zeigt ein ganz anderes Verhalten, interessanterweise. Wir haben also hier kurze Berührung und sofort geht es aggressiv gegen die verbliebenen Varroen innerhalb der Zelle vor. Das ist also die absolut höchste Priorität. Das ist wie so ein Satz nach vorne, die sozusagen gemacht und fängt also an, das Männchen und diese Deutonymphe, wie man sie nennt, die also nicht entwickelte Varroa in der Zelle zu verkonsumieren. Auch das geht mit diesen Varroen, die noch keine ausgehärtete Cuticula haben. Wenn die ausgehärtet ist, dann können die Bienen nur die Beine abbeißen. Man sieht zum Teil auch Kratz- und Beißspuren an dem Panzer. Aber dann können die letztendlich nicht sehr, sehr viel mehr machen, außer sie sozusagen bewegungsunfähig machen. Auch die räumt hier noch ein bisschen den Kotfleck auf und geht dann also heraus. In dem Fall sehr interessant, dass wir also zwei Bienen haben innerhalb von 12 Minuten desselben Volkes. Und wir haben zwei komplett unterschiedliche Verhaltensweisen darauf. Was macht das jetzt aus? Ist das der genetische Hintergrund? Das heißt, sie haben einen anderen Vater und dadurch sind sie irgendwie ein bisschen aggressiver. Oder haben sie es dann doch gelernt? Also ist ein bisschen älter gewesen, die andere Biene. Können wir nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass wir hier diese verschiedenen Verhaltensweisen haben. Auch hier wollen natürlich Züchter davon ausgehen oder darauf hinzielen, dass also Bienen mit eher dem Verhalten der zweiten Bienen gezüchtet werden. Das heißt also welche, die eher aktiv dagegen vorgehen oder auch die Zellen häufiger inspizieren. Jetzt kommen wir zum nächsten Hygieneverhalten und das ist die gegenseitige Feldpflege, würde ich das mal nennen. Das sogenannte Grooming. Es gibt also Auto-Grooming, das ist also die eigene Feldpflege oder die eigene Pflege. Ich weiß gar nicht genau, was Grooming heißt, muss ich gestehen. Und in dem Fall ist es also jemand anders, diese Feldpflege zu machen, zu geben. Und das sehen wir jetzt hier drinnen in dieser Aufnahme, die ich auch zufällig aufgenommen habe, habe ich also alles mal schnell beendet und hier drauf gefilmt, weil ich das in einem Ausschnitt gesehen habe. Da gibt es dann so eine Art
Akquirationstanz, also eine kleine gewisse Bewegung von den Bienen, die dann also signalisieren, dass sie geputzt werden wollen. Sie stellen sich also mit relativ geöffneten Flügeln hin und vibrieren ein bisschen. Und dann gibt es also andere Bienen, die sich hier dann dessen annehmen. Und in dem Fall haben wir hier relativ viel Achtsamkeit hier um die Flügelpartie. Eine der Möglichkeiten ist, dass hier also zum Beispiel das Fell verklebt war, dass hier also irgendwo Honig oder welche andere Zuckerlösung drinne war und dass es hier also draus geknabbert wird. Eine der wichtigen Sachen ist allerdings auch, dass Bienen Tracheenläuse haben und Tracheenmilben. Und diese Milben gehen also in in die Tracheen, das sind also die Atmungsorgane. Und dort können sie dann also auch dazu führen, dass die Biene daran stirbt. Wenn also Bienen das häufiger machen, diese Fellpflege, die gegenseitige, dann wurde es signifikant also bestätigt, dass dadurch das Volk eine erhöhte Lebenschance hat. Genau, das geht hier ein paar Minuten. In dem Fall geht es jetzt auch mal wieder nach unten noch. Und setzt das Ganze sofort. Und die andere, wie zu sehen ist, eben hier mit breiten Flügeln, lässt das in Anführungszeichen über sich ergehen, wie das hier vollzogen wird. Gut, und dann kommen wir zum letzten Hygieneverhalten, was wir aufnehmen konnten. Und das ist das sogenannte Rocking Movement, auch manchmal das Waschbrett, die Waschbrettbewegung genannt. Das ist in dem Fall zum Säubern von Oberflächen. Das machen die Bienen. Das können Sie vielleicht sogar draußen im Volk sogar schon sehen. So etwas. Da sehen wir hier, dass also der Kopf zusammen mit den Vordertarsi, also Vorderfüßen, hier verwendet wird, um sowieso Schabebewegungen über die Oberflächen zu machen. Und dadurch werden eben Oberflächen gereinigt. Und falls sich hier jetzt mal irgendwo eine Varroa befinden würde, zum Beispiel, das haben wir auch schon gesehen, als wir relativ viele da mal reingeschmissen haben, dann haben sie bei solchen Putzbewegungen die zum Beispiel auch gefunden und sind dann eben entsprechend dagegen vorgegangen. Und bei diesem Grooming, das wir eben gesehen haben, können natürlich auch Varroen entdeckt werden. Und auch da kann dann dagegen vorgegangen werden. Ja, damit wären wir mit dem Hygieneverhalten auch durch und schauen uns die nächsten Videos an, in dem Fall zum Thema Ernährung. Da fangen wir an, wie wird der Nektar überhaupt in die Zelle eingelagert und wie wird es aufgenommen? Nektar wird immer in die Zellen eingelagert am oberen Rand. Das heißt also, die Biene für eine Einlagerung von Nektar dreht sich immer mit ihrem Bauch sozusagen nach oben, also geht bauchwärts nach oben in die Zelle hinein und danach macht sie hier so halbkreisartige Bewegungen an den oberen Rand der Zelle und liefert somit dann eben diesen Nektar in die Zelle ab. Das ergibt ganz viel Sinn, denn durch diese Adhäsionskräfte hier, dieser Flüssigkeit, wird dann die Zelle also Stück für Stück und auf der anderen Seite eben die Gravitationsfläche, Kräfte nach unten, wird hier also auch nach unten, kommt das Ganze nach unten. Und dadurch wird sich die Zelle hier also leicht schräg sozusagen komplett füllen. Hätten wir jetzt eine Befüllung von hier unten stets, dann wird sich hier irgendwann so ein See bilden und irgendwann wäre die gesamte Zelle ein großer See, aber da oben wäre noch gar nichts. Und wenn Sie also eine Biene sehen, die also ihr Abdomen nach oben hat, so leicht gekrümmt zum Teil, dann kann es sehr gut sein, dass sie da gerade Nektar einlagert. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht so der Fall, weil normalerweise würden Sie eher das hier machen, denn wir gehen damit rauf meistens an die Völker. Und dann würden Sie also eher in die Zellen hineingehen und würden so schnell wie möglich versuchen, hier Honig oder Nektar eben aufzunehmen. In dem Fall nehmen Sie hier die Zunge und saugen dann hier diesen Nektar aus der Zelle raus. Das geht, wie Sie sehen, relativ schnell. Das Ganze also wegzutrinken. Und diese Biene ist damit dann also jetzt schon fertig. Dann schauen wir uns noch an, wie der Pollen eingelagert wird.
Das finde ich auch immer ein ganz spannendes Video. Hier haben wir zwei Videos zu. Hier wird erstmal inspiziert, ist das überhaupt eine Pollenzelle? Wenn ja, dann legt die Sammlerin hier also ihre Hinterbeine nach oben an und schiebt dann also mit ihren Mittelbeinen den Pollen in die Zelle hinein. Und danach wird sie auch mit dem Hinterbein hier weiter wieder reingeschoben, tiefer in die Zelle hinein. In dem Fall waren es jetzt noch relativ kleine Pollenklumpen. Wir sehen auch, dass das Abdomen hier auf dem Zellboden aufliegt, also auf diesem Teil hier. Ja, und danach kommt ja, wie wir wissen, das Pollenstampfen. Das heißt also, die Bienen müssen das Bienenbrot herstellen und das machen sie erstmal, indem sie jetzt also den ganzen Pollen da reinstampfen. Diese Biene hier kam jetzt gerade hinein, relativ zielstrebig auf und ich habe sogar mal ihre Analysen versucht zu machen, zu einem Fellmuster zu überprüfen, ob es dieselbe Zelle war oder nicht. Und ich habe in dem Fall festgestellt, dass zu 99% sind es natürlich nicht die Sammlerinnen, die das dann stampfen, den Pollen. Aber in dem Fall ist es dieselbe Sammlerin, die hier also gerade was abgeliefert hat und dann direkt auch den Pollen ein bisschen weiter hineinschiebt. Ansonsten sind es immer andere Bienen, in dem Fall Haushaltsbienen würden wir sie nennen, die dann also den Pollen, die stehen da richtig wie bereit daneben und stampfen den Pollen dann in die Zelle hinein. Und was passiert danach mit dem Pollen? Das sehen wir dann hier jetzt nochmal genauer. Auch hier haben wir also eine Sammlerin, die also wieder ihr Abdomen hier auf die Zelle legt und den Pollen abstreift. Und auch in dem Fall wieder ein bisschen nach unten schiebt. Und damit reinigen sie natürlich auch hier die Hinterbeine von den restlichen Pollenkrümeln, die wir hier so sehen. Und das Ganze, habe ich gar nicht genau gezählt, dauert vielleicht so 20 Sekunden, 20, 25 Sekunden und dann sehen wir hier also, wie eine weitere Sammlerin nochmal reingeht. Ja, auch die macht dieselben Bewegungen. Und wir sehen auch, dass sie eben ganz geschickt hier diese Pollen eher nach vorne bewegen, als jetzt irgendwie aus der Zelle rausfallen lassen. Das passiert aber auch manchmal. Manchmal fallen diese Krümel einfach raus. Das ist tatsächlich schon so passiert, dass sie dann in eine Brutzelle hineinfallen und das dann kaschiert, dass da überhaupt Brut drinne ist und dadurch verhungert dann die Brut da drinne, was ein bisschen traurig ist. Nun, dann haben wir jetzt hier also das eigentliche Pollenstampfen. Hier wird dann also Flüssigkeit noch dazugegeben. Das sind dann also unter anderem Speichel und auch Honig, der hier mit eingelagert wird. Das sehen wir hier. Ja, das wird dann also hier nass gemacht. Also hier wurde dann wieder ein bisschen was dazugegeben. Auch hier wird jetzt gerade ein bisschen was aufgeräumt, ein bisschen was von hier gefressen. Aber wir sehen, dass hier also wirklich hier Flüssigkeit dazugegeben wird. Und das fermentiert dann den Pollen und dadurch wird dann eben dieses Bienenbrot hergestellt. Und dieses Bienenbrot wird dann eben von den armen Bienen wiederum aufgenommen. Und dadurch können sie dann den Futtersaft für die Brut produzieren. Wenn man genau hinsieht und es seitlich aufschneidet, hier sehen wir es jetzt nicht, weil es schwarz-weiß ist, da kann man richtig zum Teil eben die verschiedenen Lagen des Pollens anhand ihrer Farbe dann auch sehen. Dann schauen wir uns zu guter Letzt noch die Entwicklung der Honigbienen an. In dem Fall schauen wir uns erstmal an, wie wird denn überhaupt ein Ei in die Zelle hineingelegt. In dem Fall ist jetzt die Königin, die hier also eine Zelle inspiziert. Und dann wird hier das Abdomen geöffnet. Hier haben wir auch den Stachel der Königin, den wir ganz eindeutig sehen. Der hat ja keinen Widerhaken bei ihr. Und dann wird das Ei hier in die Zelle hineingelegt. Und wie sieht es dann aus, wenn die Larve aus dem Ei schlüpft? Das ist dann also genau dieselbe Zelle hier. Und in dem Fall wird das hier durch so wie so Beugebewegungen, also hier wird versucht, diese
Eischale sozusagen wie aufzureißen. Wir sehen, dass hier so leichte Beulen auch gibt dann dadurch. Und diese Eischale wird allerdings nicht nur aufgerissen, sondern sie wird auch, also wie mit verdaut. Also sie löst sich sozusagen auf auch. Das ist ein ganz besonderer Prozess, den wir hier sehen. Auch wenn wir es hier nicht ganz mikroskopisch sehen können, aber es wurde so schon beschrieben. Jetzt sehen wir hier richtig, wie es geschlüpft, der Schlupf abgeschlossen ist, indem die Larve hier so ein bisschen heller geworden ist, ja. In dem Fall ist sie dann eben auf dem Boden, auf dem Zellboden dann angekommen. Die beugen sich dann so 3, 4 Mal und dann kommen sie irgendwann unten am Zellboden an. Ja, und dann wird eben gefüttert, wie wir vorhin schon gesehen haben. Wenn die Larve dann noch größer ist, also gerade nach der Verdeckelung, dann sehen wir hier, wie das Spinnen des Kokons abläuft. In dem Fall haben wir einen kleinen Zeitraffer drinne, wo die Larve also genauso wie andere holometabole Insekten also ein Kokon spinnt, obwohl sie schon in der Zelle ist. Es bietet das nochmal eben besonderen Schutz auch. Und da sehen wir, dass sie wie so kleine Tappbewegungen, also kleine Tupfbewegungen, also macht an der Glasscheibe in dem Fall, genau da mit ihrem Vorderende, da wo die Drüsen, die Seidendrüsen sich befinden. Und das macht sie so für etwa 1,5 Tage, wo sie dann hiermit eben ihren Kokon spinnt. Und das sieht man an der Glasscheibe, dann wird das so ein bisschen wie so mosaikhaft. Wenn sie das immer weiter macht, dann ja, es ist wie so ein Fenster vom Badezimmer, wo man nicht mehr ganz so gut durchsehen kann. Aber es ist trotzdem noch durchsichtig genug, dass wir eigentlich alles beobachten können, was da drinnen danach passiert. So und so bewegt sie sich dann fort, macht hier unten noch ein bisschen was und macht dann hier ihre Umdrehung. Das wird in der Literatur, wurde das auch schon mal als sogenannte Vorwärtssaltos beschrieben, durch diese Umdrehungen, die hier immer weitergehen. Und jetzt wird sie sozusagen mit ihrem Vorderende wieder hier oben oder hier unten dann eben weitermachen. Und so dreht sie sich dann einige Male in der Zelle. Ja, und wenn man jetzt die gesamte Honigbienenentwicklung sich ansehen will, auch noch danach, nach diesem Vortrag, dann können Sie zu diesem Paper hier gehen. Das war also unsere erste Publikation bezüglich dieser Methode. Da wurde eben, haben wir eben die Neonicotinoide, den Einfluss darauf auf aufs Verhalten und auf die Entwicklung der Honigbienen beobachtet. Das wurde in dem Journal Scientific Reports publiziert und auch das ist ein Open Access Journal und da können Sie also in den Supplementary Information auch, in dem Fall ist es glaube ich Supplementary Material, das Video S3, da können Sie jetzt das folgende Entwicklungsvideo sehen von der Honigbiene, was wir jetzt uns zusammen ansehen. In dem Fall habe ich das allerdings nicht open, habe ich das zwar Open Access gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass man das publizieren oder vervielfältigen sollte. Das ist sozusagen exklusiv jetzt hier für Sie zu sehen. Sie können sich das allerdings jederzeit ansehen im Internet, nur eben nicht vervielfältigen. So, auch hier haben wir wieder die Eilage der Königin, diesmal ein bisschen von einer anderen Perspektive. Wir gehen zu einer anderen Zelle und gucken uns jetzt dieses Ei hier an. In dem großen Zeitraffer sehen wir, dass sie kein Einz, dass sich hier nichts tut. Das Ei legt sich nicht, bis es sozusagen hier schlüpft. Nach 3 Tagen dann eben die junge Larve geschlüpft. Und es liegt daran, dass diese Zelle relativ heiß war, was wir daran sehen, dass hier sehr viel gekühlt wird, wie wir auch sehen, hier immer wieder Wasserflecken. Dann entwickelt sich also hier die Larve innerhalb der Zelle. Zum Ende des 8. Tages wird die Zelle dann also verdeckelt. Das haben wir uns vorhin angesehen. Jetzt kommt dieses Spinnen des Kokons für etwa 1,5 Tage, Entschuldigung. Ich kenne, dass diese Ding da unten weggeht. Na gut, jetzt sind wir zurückgesprungen. Schauen wir uns nochmal an, wie die Larve sich hier rundherum dreht.
Wenn wir uns das in einem sehr starken Zeitraffer angucken, wie jetzt hier 2 Stunden oder 10 Stunden pro Sekunde, dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein epileptischer Anfall von der Larve. Aber keine Sorge, ihr geht's gut. Die wird danach auch wieder schlüpfen. Nach 1,5 Tagen legt sie sich dann also nahezu regungslos als Präpuppe nochmal hin. Und hier drunter hat sich jetzt also die Larve, die Puppe schon entwickelt. Und jetzt muss sie sich von ihrer alten Larvenhaut trennen. Die sogenannte Metamorphose passiert. Und da sehen wir, dass hier genau da eine Sollbruchstelle ist für diese alte Larvenhaut, die dann hier aufreißt. Und darunter kommt diese entwickelte Puppe zum Vorschein. Das heißt, die Metamorphose passiert innerhalb von etwa 1 Stunde. Da ist das Ganze abgeschlossen und beschreibt am Ende eigentlich nur das sich Loslösen von der alten Larvenhaut. Ja, und in dem nächsten Zeitraffer sehen wir dann also, wie hier die Pigmentierung der Augen zunächst einmal stattfindet. Dann wird hier die ganze Biene pigmentiert, die Cuticula härtet aus. Die letzte Häutung hat gerade stattgefunden und jetzt will sie hier ihre Flügel ausbreiten. Dafür muss sie ihr Hinterbein strecken. Und dann pumpt sie Hämolymphe, also ihr Blut sozusagen in die Flügel hinein und es dauert etwa 10 Minuten und dann hat die Biene hier ihre Flügel ausgebreitet. Und in dem Fall ist sie dann bewegungsfähig, sie trainiert so ein bisschen noch so ihre Muskeln und das macht sie noch für ein paar Stunden, bis sie sich dann eben fast zu Beginn des 21. Tages dann frei frisst. Und ja, mit diesen Aufnahmen stehe ich bereit für Ihre Fragen und danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Erstmal ganz, ganz vielen Dank. Ich fand das faszinierend, die Aufnahmen und die Bilder. Wir haben auch schon ein paar Fragen noch da. Ich denke mal, Daniel, der hatte 2 Stück auch vorhin schon gleich am Anfang. Möchtest du die selber stellen? Dann kannst du dein Mikrofon jetzt selber laut schalten. Ja, vielen Dank. Hier bin ich. Erstmal danke für die tollen Bilder, super spannend. Und meine Frage lautet, also einiges von dem Versuchsaufbau erinnert doch irgendwie an Martin Lindauer, was er schon 1952 gemacht hat. Und der hat ja auch so die spannenden Einblicke gehabt und viel beobachtet. Jetzt geht das wunderbar mit Kamera und ja, so dass das alle sehen können. Das ist wunderschön. Ich wollte fragen, inwieweit sich der Versuchsaufbau vielleicht von Martin Lindauer unterscheidet, bis auf die moderne Technik und welchen Einfluss eventuell das Licht oder welchen negativen Einfluss das Licht bei Martin Lindauer gehabt haben könnte. Also, da ist jemand in der Literatur drin, sehr gut. Das haben wir in der Publikation auch beschrieben. Wir sind also nicht die Ersten, die jetzt irgendwie seitlich in die Zellen hineinsehen, sondern das wurde, wie gesagt, zumindest zum ersten Mal publiziert von Martin Lindauer 1952. Der hat das natürlich in einer großen Staffelarbeit sozusagen vollzogen. Das heißt also, er hatte ein großes Team und da wurde dann jeweils 3, 4 Stunden immer am Stück beobachtet und also durch die Nacht durch und so. Da haben wir natürlich mit den Videobeobachtungsmethoden große Vorteile. Die erste Frage, wie sehr unterscheidet sich das, ist insofern natürlich die Technik, wenn Sie jetzt sagen, außer die Technik, würde ich sagen, so gut wie alles hängt natürlich an der modernen Technik hier jetzt. Wir können hier vor- und zurückspulen, wir können automatische Bildanalysen machen. Wir haben mittlerweile künstliche Intelligenzen trainiert, die die Verhaltensweisen innerhalb des Bienenvolkes beobachten, auswerten können, also klassifizieren können. So können wir jetzt zuverlässig bestimmen, ob also innerhalb über Tagen Videomaterial, wann genau Fütterungen stattfinden. Da müssen wir nicht einzeln durchscrollen, sondern können also da eine künstliche Intelligenz nehmen. Digitale Videobeobachtungsmethoden heißt in dem Fall Videokameras, die richtigen zu nehmen. Große Sensoren haben die dann. Monochrome Kameras eignen sich besser als Farbkameras, weil wir sowieso monochrom aufnehmen und sie einfach eine höhere Lichtausbeute haben. Und in dem Fall haben wir ansonsten dadurch, dass wir eben diese Beleuchtung haben und diese Kamera, haben wir das Problem, dass wir Reflexionen an der Scheibe bekommen. Das heißt also, eine normale Glasscheibe, die nicht entspiegelt ist, hätte jetzt das Problem, dass sie ziemlich viele Reflexionen geben würde und dadurch könnten wir schlechter in die Zelle hineinsehen. Und deswegen brauchen wir also reflexweißes Glas. Das musste alles ausgetestet werden. Das habe ich, also diese ganze Methode habe ich innerhalb von 1 Jahr entwickelt. Das war so ein bisschen, hat ein bisschen gedauert, bis das Ganze
dann so funktioniert hat und eben viele Tests davor gemacht. Und das ist die eine Sache. Und ich bin nicht sicher, ich glaube, dass Martin Lindauer 1952 auch im Rotlicht gearbeitet hat. Ich glaube, dass der diese Völker auch in einem dunklen Bereich hatte, soweit ich das weiß, die dann eben nach draußen ausgeflogen sind. 1987 wurde das Ganze übrigens nochmal wiederholt, dann das erstmals mit VHS-Kassetten. Also Lindau hat das erste Mal eben gewisse Dinge innerhalb der Bienenzelle oder ja innerhalb der Wabenzelle beschrieben, hauptsächlich eben Fütterungsereignisse und so. Das heißt, was wir jetzt hier zeigen konnten, ist nicht unbedingt was komplett Neues für die Wissenschaft oder für die Allgemeinbildung, sondern das wurde schon gezeigt, aber eben diese Videos untermalen das, finde ich, von einer ganz neuen Seite nochmal. Die VHS-Aufnahmen, die es dann eben gab 1987, die von Browers ist das, die hat niemand gesehen, ich zumindest nicht. Ich weiß nur, es gibt eine Publikation dazu. Und das sind, soweit ich weiß, die einzigen Aufnahmen, die jetzt eben so seitlich in die Zelle hinein sehen. Okay, danke. Vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu. Gibt es jetzt Aspekte, die man bei Lindauer jetzt irgendwie revidieren müsste oder was er vielleicht falsch festgestellt hat, was man jetzt durch die Detailaufnahmen anders feststellt, was vielleicht den Müßiggang der Bienen betrifft, der ja doch einen großen Teil ausmacht wohl, laut Lindauer zum Beispiel? Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht genau weiß, ob der Herr Lindauer jetzt konkret in diesem Müßiggang unterscheiden konnte, dass die Bienen auch wirklich irgendwie vielleicht heizen oder so oder eben auch Wachs ausschwitzen. Auch das ist eine, sage ich mal, Geduldsaufgabe. Vielleicht konnte das noch nicht genug differenzieren. Da müssten wir auch wirklich ganz genau ransehen. Natürlich könnte man irgendwie mit einem Binokular oder irgendetwas Art von Fernglas sozusagen daran schauen. Nicht ein Fernglas, aber irgendeine Vergrößerung. Da bin ich nicht ganz sicher. Ich kann sagen, dass meine Anzahl der Fütterungsereignisse war ein bisschen unterschiedlich zu seiner. Ich glaube, er hatte, das steht auch in dem Scientific Reports Paper, also im Vergleich dazu, ich glaube, dass wir ein paar weniger Fütterungsbesuche beobachten konnten. Soweit ich weiß, hat er eine Zelle beobachtet. Das Ganze war sozusagen eine Stichprobengröße von 1. Mhm. Wir hatten jetzt in dem Fall waren es 364 Brutzellen, glaube ich, die wir da ausgewertet haben und haben das natürlich dann gemittelt über diese ganzen Brutzellen. Man muss allerdings dazu sagen, es kann auch sein, dass die äußeren Umstände, das heißt also irgendwie war es wärmer bei ihm, kälter bei ihm, wie groß war das Volk, seine Völker waren ein bisschen kleiner, noch kleiner als meine. Das könnte natürlich auch dazu beitragen, wie häufig die Zelle besucht wird. Und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, Wir konnten vieles bestätigen, aber mit anderen Zahlen. Ansonsten hat er da ganz hervorragende Arbeit geleistet, diese Vorgänge initial zu beschreiben, also erstmalig eben zu beschreiben. Super, vielen Dank. Gerne. Du hattest noch eine Frage gehabt, Daniel, die würde jetzt von der Reihe nachkommen. Das war mit dem Verzehr der Varroa. Ach so, weiter unten, genau, als die Biene, die Arbeiterin, die Varroa-Milbe da aufgefressen hat, können auf diesem Weg dann Viren übertragen werden? Das ist eine gute Frage. Ich kenne mich nicht ganz so gut in der Pathologie der Bienen aus. Also ob diese Viren sozusagen innerhalb des Magenmilieus neutralisiert werden. Da müsste man mal einen Varroa-Experten fragen. Ich glaube, der kennt sich da wahrscheinlich besser aus. Ich würde jetzt sagen, dass die Chancen ein bisschen geringer sind. Aber das ist einfach nur mein Gefühl dazu, dass alles, was über den Mund aufgenommen wird, da haben wir eine andere Magensäure und so. Und das bedeutet, dass da also schon mal eine gewisse Abwehrreaktion stattfindet. Wenn jetzt irgendwie ein Biss ist, also ein Zeckenbiss oder sowas, dann haben wir, dann geht es direkt ins Blut. Und das wäre also nicht ganz so gut mit den Abwehrmöglichkeiten da, glaube ich. Und dann können die Viren auch direkt die Zellen da befallen. Wie gesagt, das wird tendenziell, würde ich sagen, ist es nicht so wahrscheinlich, dass Viren so übertragen werden. Aber am besten fragt man da nochmal einen Labor-Experte. Vielen Dank. So, nächste war René. Schieback, du hattest noch eine Frage zur Fermentationsflüssigkeit. Und zwar die Flüssigkeit, die beim Polleneinstampfen dazugegeben wird. Ist die einfach nur, um das zu verflüssigen oder ist die Fermentation oder die Hefen im Prinzip, sind die in dieser Flüssigkeit mit drin oder wurden die vom Pollen schon mitgebracht, was ja dann wahrscheinlich zu divers wäre? Das ist gleichmäßig milchsauer verkehrt.
Es ist also auf jeden Fall so, dass es fermentiert und dass da in diesem Pollen auch tatsächlich die verschiedensten Bakterien beziehungsweise auch Hefen drin sind. Wie die da genau reinkommen, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es eben auch über Mageninhalte dann passiert. Also auch, wir haben auch ein gewisses Mikrobiom innerhalb der Arbeiterin. Und durch dieses Ausschütten von dem Honig, den sie dann eben, wo dann eben auch wieder diese Bakterien und Hefen mit drinne sind, wird das Ganze dann eben tatsächlich fermentiert und sind so eben dann auch besser aufzuspalten für die Honigbienen. Ich hätte gleich noch eine weitere Frage. Habt ihr diese Untersuchung auch mal am Rand machen können mit einer Königinzelle? Ja, habe ich. Also ich habe eine komplette Entwicklung der Königin gefilmt. Die zeige ich, wie gesagt, also die zeige ich auch in den Vorträgen, die ich sonst noch halte. Die habe ich bislang noch nicht publiziert. Und ich dachte, ich beschränke mich heute jetzt erstmal auf das, was wir publiziert haben. Wenn das dann Letzte tatsächlich Frage, meine. welche Forschungen sind denn als nächstes geplant jetzt bei euch? Okay, also die Methode hier kann natürlich eingesetzt werden, um gewisse Verhaltensweisen im Stock zu überprüfen und da in Response, also nachdem irgendwelche Chemikalien eingesetzt wurden, also für Risikoanalysen beispielsweise. Das sind Chemikalien, die in der Imkerei eingesetzt werden können, also wie beispielsweise ganz normal Ameisensäure oder eben dann Pestizide oder neu zu entwickelnde Pestizide, also Insektizide oder auch Fungizide und so weiter. Das kann damit gemacht werden, ist jetzt aber nicht konkret geplant. Hier wird jetzt erstmal, wir benutzen die Kameramethode jetzt eigentlich, um zu überprüfen, wie alt die Eier sind, die jetzt gelegt werden. Also das ist eigentlich eine ziemliche Runterstufung von den Möglichkeiten, aber auch sehr hilfreich. Ich widme mich nämlich aktuell mehr genetischen Varianten. Also das heißt, ich will die vollständige Entwicklung des Embryos auch aufnehmen. Und um da zu gucken, wo bestimmte Rezeptoren sind und wie die sozusagen sich innerhalb des Embryos ausbreiten während der Entwicklung und wie die auch gestört werden können durch Insektizide, muss ich gewisse Genmanipulationen dann an dem Embryo vornehmen und dafür muss ich genau wissen, wie alt der Embryo ist. Und das ist also etwas, was wir in der Kooperation mit dem BMLS hier in Frankfurt machen. Das sind dann ganz tolle Mikroskopieaufnahmen, die man also dann so sehen kann. Es geht gerade los damit, sage ich mal. Die Anträge sind geschrieben oder einer von den Anträgen ist geschrieben. Und das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem sogenannten cholinergen System der Honigbiene. Wenn das irgendjemandem was sagt, das ist also das Acetylcholin innerhalb der Honigbiene. Vielen Dank, also auch für diese wunderbaren Aufnahmen. Ja, gerne. So, ich habe von Tino noch eine Frage. Also Tino Lorz, kannst du selber stellen? Ja, also ich bedanke mich auch erstmal von meiner Seite für den tollen Vortrag und für deine tolle Arbeit. Also wirklich faszinierender Einblick. Und ich habe einfach bloß eine Verständnisfrage. Diese Saltos, die Puppe macht, die dienen nur dazu, dass sie sich einspinnt. Oder haben die noch andere Funktionen? Hat das noch eine andere Funktion? Die Saltos, die Larve macht, sind tatsächlich, soweit ich weiß, nur zum Einspinnen da. Und was ist das für ein Material, mit der sie die sich einspinnt? Kann man das sagen? Das sind Seidenfäden. In dem Fall sind es eben Seidendrüsen, die sich da am sogenannten anterioren Ende befinden. Also das heißt am Kopfende. Danke. Bitte. Ansonsten habe ich noch eine Frage. Was waren denn so die überraschendsten Dinge, die bei den Videoaufnahmen rausgekommen sind? Ich meine, was mich auch überrascht hat, das sieht man jetzt hier auch nicht, aber sind zum Beispiel auch Wachsmotten-Videos, haben wir auch einige dabei aufgenommen, wie Wachsmotten dann tatsächlich ihre Seidenfäden wiederum verwenden, um Bienen festzuspinnen innerhalb der Zelle, wo dann das ganz praktisch gemacht ist, weil die dann komplett geschützt ist über eine gewisse Zeit, weil die Biene da nicht rauskommt und sie kann sich weiter von den Exkrementen der Bienen ernähren und von den Puppenhäutchen und so weiter. Das kann man eben auch noch mal, das werde ich vielleicht auch noch mal in einem zukünftigen Vortrag dann zeigen. Die Aha-Momente, ich glaube, es gab sehr viele bei mir, weil ich, sage ich mal, relativ, naja, nicht blauäugig da reingegangen bin.
Ich habe mich nicht komplett eingelesen in alles, weil ich mich erstmal mit den Neonicotinoiden und dem Brutpflegeverhalten auseinandersetzen wollte. Und das heißt, da war so mein Fokus und da habe ich mich dann tatsächlich mit beschäftigt. Und dann kamen immer mehr von diesen Verhaltensweisen, wo ich mich gewundert habe und wo ich mich für fasziniert habe eben und gedacht habe, die würde ich dann irgendwie gerne mal aufnehmen, auch für die ganze Welt. Also in dem Fall einfach für sowohl Bienenhalter als auch für Schüler und um generell einfach eine gewisse Art von vielleicht Faszination mitzugeben oder auch eben für die Lehre generell oder auch für ein Umweltbewusstsein, was man damit auch erreichen könnte. Ich hatte also auf jeden Fall einige Aha-Momente für mich, die sind jetzt aber nicht ganz fixiert auf ein ganz einzelnes Ereignis, sondern eher eine ganze Reihe, weil ich finde es sehr faszinierend, wie die Bienen dann doch immer wieder die richtige Entscheidung treffen, die irgendwie nützlich ist für das ganze Volk. Und wie die das machen, wundert mich doch sehr. Also wie intelligent sie dann doch auch wieder sind, ist wirklich faszinierend. Gut, ganz vielen Dank. Ich schaue mal, es gibt noch keine weitere Frage. Eine hätte ich noch. Ihr habt die Videoaufnahmen ja an der Glasscheibe gemacht. Habt ihr auch Überlegungen gemacht, welche Dinge ihr vielleicht auf diese Weise jetzt nicht mit erfassen könnt? Weil das tatsächlich doch einen Einfluss hat auf eine Glasscheibe. Oder hat man jetzt das Gefühl, über die Methode kann man halt alles beobachten? Welche Sachen wären vielleicht schwierig zu beobachten? Naja, also wir haben einen ganz spezifischen Bereich, wo wir natürlich was beobachten können. Und das ist, wie schon gesagt, direkt an der Glasscheibe. Das heißt also, dass wir alles, was innerhalb des Volkes passiert, sehr schlecht beobachten können. Also sowas wie Schwänzeltänze oder sowas, die finden nicht irgendwie am Rand irgendwo statt, sondern irgendwo da drinnen. Das habe ich, glaube ich, keinen einzigen gesehen. Oder ich habe auch noch direktes Einsetzen von Varroamilben in die Zelle und wie sie sich dann direkt dort verhält. Ist auch nur was noch ansteht, was ich noch filmen möchte. Auch die Entwicklung von Drohnen beispielsweise steht auch noch an. Und in dem Fall ist also durch diese besondere Versuchsapparatur, weil die eben nur sehr schmal ist, haben wir also einen guten Fokus auf diese Randzellen, aber eben auf nichts, auf was weiter innen passiert. Das ist eindeutig die Limitation von diesem Versuchsaufbau. Also ich meine, andere Dinge wie jetzt irgendwie Verteidigungsverhalten oder irgendwie dieses Fächeln oder so irgendwie am Stockeingang, Dinge, wo man irgendwo anders hinschauen müsste, kann man halt nicht in den Zellen sehen. Die Methode ist sehr gut, um in die Zellen hineinzusehen. Und wir gehen davon aus, dass das, was wir jetzt in den Randzellen sehen, auch ziemlich genau wahrheitsgetreu ist, was jetzt in der Zelle dahinter passieren würde. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Randzellen alle komplett unterschiedlich behandelt werden würde, sondern dass das schon sehr repräsentativ ist für das, was in den anderen Zellen auch stattfindet. Gut, also ganz, ganz vielen Dank nochmal. Ich fand es auch total faszinierend, den Bildern zuzuschauen. Ich habe auch im Chat gesehen, dass auch viele andere sich jetzt schon dort bedankt haben für den tollen Vortrag. Ich sehe auch keine weiteren Fragen mehr und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass du Zeit hattest und das eben machen konntest. Und ja, vielen Dank für die Einladung auch. Also ganz vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke, ebenfalls.